Willkommen zu Formel 1 2019. Wir fahren jetzt endlich unsere Saison und mit dabei ist Benny. 2020. Stimmt, 2020, verdammt. Hallo. Schön, die erste direkt komplett versaut. Wunderbar. Ja, wir sind auf Australien. Wir fangen von ganz vorne an mit der Saison. Und wir sind vorher kein Training gefahren extra, weil wir beide Ah, das langweilen uns schon, wenn wir Australien fahren müssen, dadurch, dass die halt eben immer zuerst kommt und wir die dadurch schon ungefähr 300 Billionaden Mal gefahren sind. So. genau. Ich fahre direkt raus. Ja, ich auch. Ich hoffe, ich habe jetzt Gab nichts es ja. vergessen. Ja, ich habe einfach nur kurz Sprit ein bisschen eingestellt und dann fertig, ab geht's. Ja, wie ihr hört, klinge ich besser. Ich klinge nicht mehr so wie aus der Cola-Dose. So. Jo. Was passiert? Ja. Oh, Ja, ich hätte warte mal mal. meine Pedale vor. Benny, wo willst du hin? Ja, ich muss gerade gleich gucken, ob ich da bin, aber. Ich hätte vielleicht vorher mal meine Pedale durchtreten sollen. Jetzt habe ich schön in der ersten Kurve mal meine Reifen quietschen lassen. Das ist natürlich super. Die freuen sich. Ich hab das Problem, dass zwischendurch mein Gaspedal einfach mal so, weißt du, so nach dem Motto, ach ja, ich gebe mal Gas oder so, weil ich einfach mal Bock drauf hab. So, Okay. jetzt aber nicht mehr. Dann muss ich das einmal komplett durchtreten und dann. Ja, ich habe es gerade beim Anbremsen gemerkt, dass er, obwohl ich nur angetippt habe, im Prinzip sehr energisch draufgegangen ist. Das ist immer das Zeichen für, tritt mal die Pedale durch. Bei Omsi auch immer schön. Ja, oh Gott, ja, in Omsi ist das immer ganz toll, Ich mag diese S-Kurve nicht. Die ist blöd. Weil da kann man so viel falsch machen. Da kommt es wirklich noch extremer als bei anderen Kurven darauf an, wann du einlenkst. Da kannst du halt richtig viel liegen lassen. Jetzt zählt's. Super, Hammer. Frontflügel abgefahren. Och nö, komm. Wir sehen geringfügige Warum macht Schäden am ihr Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es Ach sich nee, verschlimmert. kannst du auch voll vergessen so. Ja, im Frontflügel. Also er ist halt nicht komplett weg, er ist nur gelb, aber das kannst du halt trotzdem knicken. Und Bestzeit fährst du damit nicht. Ja. Cool. Das war wohl der erfolgreichste Saisonstart ever. In der Kurve noch vor Startziel den Flügel abgefahren. Ja, Das ist ja. toll. War natürlich Absicht. Ich wollte nur mal eine Testrunde fahren, mir die Strecke nochmal anschauen. Genau, weil wir die ja so langweilig finden, extra kein Training gemacht haben. Wollte ich Ja. die Strecke einfach nochmal angucken. Ganz kurz, bei mir kann es sein, dass es in der Box leckt, aber das ist halt wirklich nur in der Box. Das kriege ich aber auch nicht behoben, warum auch immer. Ja, das ist Formel 1 at its best. Ja. Ich gucke es gleich nochmal, ob es immer noch Kodierung überlastet anzeigt, aber eigentlich sollte es gut sein. Ich hätte es jetzt gerade fast geschafft, gegen die Boxenmauer zu ballern, wenn ich da jetzt nicht nochmal gebremst hätte. Ah, ha, interessant. Ja, nee, läuft gut. Bei dir? Ja, ich bin jetzt auch wieder draußen. Also, nachdem ich mir ja gerade den Frontflügel abgefahren habe, weil mein Pedal nicht ganz so wollte. Ja, wir werden jetzt versuchen, F1 immer Samstag und Sonntag zu machen. Nach Möglichkeit jede Woche, aber Ja. ohne Gewehr. Ich wollte gerade sagen, ob wir das wirklich hinkriegen, ist schwierig. Motor. Ja, bis jetzt hat das ja nie geklappt, weil wir dann immer so viele waren, dass irgendwer immer keine Zeit hatte.
Ja, genau. Oh. Und wenn du eine Saison fährst mit Punkten und so, dann müssen halt alle da sein. Ja, also, da kannst du nicht mal sagen, okay, einer, also, ist blöd. Ja. So, das ist total cool, dass ich jetzt genau... Ach, interessant, er hat... Aha! Ist das neu oder konnte das Spiel das vorher auch schon? Oder die Vorgängerspiele? Weil der hat mich jetzt in der Boxenausfahrt automatisch gebremst, also als ich noch nichts machen konnte, damit Verstappen noch vorbeifahren kann. Weil der halt mir direkt am Arsch geklebt hat und ich dem wahrscheinlich in der Kurve im Weg gestanden hätte, auf seiner schnellen Runde. War das letzte Update nicht hier mit diesem, diesem blauen Mercedes? Dem schwarzen Mercedes? Oder der war da auch drin, ja, ich weiß aber nicht. Also, ja, ich weiß auch nicht, was da jetzt noch geändert wurde, aber mir ist es noch nicht aufgefallen. Vielleicht, ja, entweder es kam tatsächlich per Patch oder es war in dem Spiel generell schon drin jetzt, aber es ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ja, warum macht die KI das nicht? Gute Frage. Weiß nicht, irgendwie spackt die Vorschau bei mir in OBS rum, aber er zeigt mir unten rechts 60 FPS an, also wird's ja wohl passen, wa? Hoffe doch, was macht die Vorschau denn? Ja, also 60 FPS sind das nicht, sagen wir es mal so. Zumindest in der Vorschau, aber unten rechts stehen 60 FPS. Ja. Ich werde gleich nochmal gucken und dann. Bei Frankreich hatte ich keine Probleme. Irgendwie bricht mein Heck aus. Freunde, was macht ihr hier? Also meine beste Runde ist das jetzt nicht unbedingt hier gerade, habe ich das Gefühl. Meine Meinung ist 1,26. Immerhin besser als Russell. Wow, und mein Team, also besser als mein Teamkollege war ich. Also bin ich zumindest auch. Wobei ich weiß nicht, ob der gefahren ist. Wo bist du denn, welcher Platz? Ich mach gerade gleich erstmal eine Zeit. Moment. Ach so. Ah, wobei. Ja. Lol. Okay. Oh. Die. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich kam mir eigentlich relativ langsam vor. So gut war die Runde nicht. Nee, ich dachte eigentlich, ja, wobei, vielleicht. Ich fahre irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen komisch heute. Ich habe das Gefühl, sehr entspannt zu fahren. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Aber das kriege ich halt leider nicht gesteuert. Das ist irgendwie, ich träume auch so ein bisschen vor mich hin, habe ich den Eindruck. Erstmal meinen Teamkollegen in die Boxen. Ich glaube, das ist wirklich. Je entspannter man fährt, desto schneller ist man. Zumindest, ja, wobei, schwierig. Da kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen. Aber ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen so. Wenn ich mir manche angucke, die sehen schon nicht sehr entspannt aus und fahren Mega-Zeiten. Aber ich glaube, so in unserem, so in dem Bereich, was wir so hinkriegen, das Qualifying in Kanada und das, was noch Österreich war. Wird interessant. Ja. Wahrscheinlich. Oh ja. Ja, ich hoffe generell, dass diese Saison interessant wird. War das ja bei unserer ersten privaten, da lief ja nicht so gut die ersten paar Rennen. Ja, da hatte ich so ein paar kleine Problemchen. Ja, aber vielleicht dadurch, dass wir jetzt auch beide ein bisschen mehr Übung haben als dort, ja. Wird das ja besser. Ja. Guck mal, ich bin besser als Russell, Latifi und Ricardo. Und Grosjean, aber der ist keine Zeit gefahren bisher.
So, komm, neuer Aber Wahl. besser als Russell und Latifi ist jetzt nichts, wofür man sich auf die Schulter klopfen kann. Das stimmt, aber besser als der Teamkollege ist schon mal in etwas. Boah, ich mach die so. Vorschau jetzt aus, ich mach die Küring. Ja, Bolidenleistung ist übrigens auch realistisch. Ja. Ich bin in allen Sektoren der Schnellste. Wie kann, also, ja. Wie kann, ja. Bis jetzt bin, liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 23,3. Ich habe fast 4,5 Zehntel auf Bottas. Der ist Zweiter. Aber das ist ja auch was, das ist mir schon mal aufgefallen. Das ist extrem unterschiedlich zum Teil, was die für Zeiten fahren. Es kann halt sein, wenn wir jetzt nochmal starten würden, aus welchem Grund auch immer, dass sie dann auf einmal eine halbe Sekunde schneller sind. Ja. Und das klingt halt nach wenig, macht aber viel aus im Zweifel. Das stimmt, ja. Also wenn wir hier mal gucken, wir haben jetzt hier 1.23.8, 1.23.9, 1.24.0, 1.24.1. Ne? Das ist schon eng beieinander. Oh, kann das sein, dass nicht der Einzige, zwei sind auf der Strecke. Norris und Sainz schenken sich auch nichts. Norris 1.25.030, Sainz 1.25.033. In etwa 15 Minuten geht's ja, los. Mein Gott. Ach du, warte mal, du fährst gerade, ne? Ja. So in der schnellen? Nee, Outlap. Nee, ja. Guck dir mal zu. Mach das. Ja, Jeff, in 15 Minuten Regen ist mir sowas von egal, da ist das Qualifying schon durch. Wie soll es eigentlich im Rennen werden? Ich habe nicht geguckt. Ach ja, das habe ich auch nicht geguckt. Verdammt. Jetzt ist es spät. Genau das passiert mir auch häufiger, dass ich da zu weit rauskomme. Ja. Telefon bei Nick. So, da bin ich wieder. Mhm. Ich hab's wie immer einfach klingeln lassen, weil wer was von mir will, der schreibt mir auf WhatsApp. Wozu gibt es diese tolle Erfindung von WhatsApp? Ja. Nee, ist dann halt meistens was für meine Mutter und wenn dann auch nichts auf den AB gesprochen wird, dann war es eh nicht so wichtig. Hätte ich gerade fast einen Abgang gemacht. Habe ich gesehen. Meine Lüfter sind schon wieder gut am Ausrasten irgendwie. Ja, meine auch. Achter.
sind 20. auf dem Temporadar. Ich habe aber... 118,6 Kilometer pro Stunde. 20. Alter. Auf dem Temporadar bin ich. Wow. Ich habe aber auch tatsächlich keine Ahnung, welche Zeiten ich sonst so gefahren bin aus Australien. Dementsprechend habe ich überhaupt keinen Vergleich. Ich auch nicht. Ob die jetzt besonders gut war oder ob die so durchschnittlich war. Fakt ist auf jeden Fall, wir sind mit... also wir haben die KI-Schwierigkeit auf 80 und wir sind damit in der Regel sehr gut gefordert. Bis auf Strecken, die uns halt wirklich extrem gut liegen. Kanada, Österreich. Genau. Also, ja, wobei Kanada und Österreich hattest du jeweils auch so ein paar kleine Probleme. Ja, aber das sind dann halt, weil irgendwelche Fehler im Rennen passieren. Ich möchte dich mal bitte an die Qualifying-Zeiten den Abstand erinnern. Oh ja. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei. Ja, und ich hab noch nie so viel geschwitzt in den beiden Rennen wie je davor. Weiß gar nicht, in Kanada hatte ich, glaube ich, 10 Runden kaputten Frontflügel und dann immer so eine schöne Perlenkette hinter mir. Ja, das war übel. Und Österreich bin ich mit Harten von Runde 2 bis Ende durchgefahren. Und die Reifen waren am Ende dann auch schon, ich möchte nicht sagen, dass sie im Arsch waren, aber sie waren halt, ne, hinüber. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen in 10 Minuten. Achso, jetzt, wo Jeff gerade vom Regen labert, fällt mir ein, ich wollte nochmal gucken, aber im Rennen sieht es zwar bewölkt, aber trocken aus. Wobei auf den Wetterbericht hier ja nicht immer hundertprozentig Verlass ist. Haben wir schon festgestellt. Jo. Das ist wohl wahr. In Österreich hat es ja zum Beispiel auch angefangen, obwohl nur Wolken angesagt waren. Ja. Gute Nacht. Genau, schlaf schön. Ja, 10 bis 15 Minuten, Chef, das ist mir egal. Da ist vorbei. Wer hat denn noch wer? Ach, die fahren jetzt wahrscheinlich alle noch mal gerade, ne? Ja, ja. Also ich werde wahrscheinlich mal gucken, ob ich außerhalb der Top 10 landen werde oder nicht. Wer ist da noch hinter mir? Der Bottas fährt ein bisschen hinten in der Gegend rum. Der muss gucken, dass er überhaupt noch über die Ziellinie kommt. Achso, da ist Bottas. Das wird eng. Ich glaube, das wird nichts. Nee. Boah, das ist zu spät rausgefahren. Ja. Die anderen sind alle schon in der schnellen Runde. Oh, jetzt ist vorbei. Naja, dann müssen wir JP hier wieder. Nein! Ah, Mann, ich hasse ihn. 11. Ah, nee, 10. 10. Ja, weil Gasly in der 5. Position drauf kam. Ach, Gasly, ey, was bist denn du für ein Teamkollege? Was hat denn der gemacht? Weiß ich nicht, hab jetzt nicht geguckt, ich hab schon weitergedrückt. Der hat sogar 2 Strafen. Ah, nee, Grosjean hat auch eine, okay. Die haben einfach beide die gleiche Flagge. Ja, weil es beides Franzosen sind. Wollen wir beide teilen? Na, ach so. Ja, also wir teilen auf jeden Fall. Du meinst, wir hätten jetzt auch abmoderieren können? Ja. Deswegen. Können wir dann beim nächsten Mal machen, geht er jetzt schon weiter. Ja, ja, okay. Na gut, hätte sein können. Aber ich würde sie trotzdem auseinanderschneiden. Ja, ja. Machen wir dann Rennen und Qualifying, oder was? Ja, ja. Okay.